Wir sind in der Sakristei der St. Marie Himmelfahrtskirche in Köln. Die Frauen und Männer bestaunen nicht nur die wertvolle Monstranz. Nein, sie sind Teilnehmer an einem Einführungstag für ehrenamtliche Küsterinnen und Küster. Sie wollen mehr erfahren über Gefäße, Gewänder und liturgische Bücher. Ja, ich habe zunächst mal Freude an der Religion, am Glauben generell. Und das macht mir sehr viel Freude, vorzubereiten für den Pastor oder auch für die Kapläne und einfach die Freude daran mitzugestalten, wenn es an Personen fehlt, die helfen wollen. Als junger Mann wollte ich Priester werden. Ich komme aus Berlin und war im Vorpriesterseminar und wir waren immer Messdiener in der Diaspora und uns war das ganz wichtig. Und heute habe ich die Zeit als Rentner zu sagen, okay, ich opfere meine Zeit dafür, nicht nur dafür, sondern auch für Flüchtlingsdienst und all die Dinge, die wir in der Gemeinde tragen. Und das ist für mich ein Herzensanliegen. Hinter jedem guten Gottesdienst steht ein engagierter Küster, so das Motto dieser eintägigen Schulung. Professor Dr. Sabaschinski führt durch diesen Kurs. Er bietet den Gemeinden Hilfestellung an, will die ehrenamtlichen Küsterinnen und Küster fit machen für den Dienst in den Gemeinden. Einen guten Küster, eine gute Küsterin macht aus, dass sie nicht nur ihr technisches Handwerkszeug beherrscht, sondern dass sie auch ein bisschen Hintergrundwissen hat zu dem, was sie tut, dass sie weiß, was Gottesdienst bedeutet und für was all die äußeren Dinge, um die sich ein Küster ja kümmern muss, was hinter diesen äußeren Dingen steht, was sie bedeuten, um so dann also sie auch richtig, ich sag mal in Anführungszeichen, in Szene setzen zu können. Neben dem Besuch in der Sakristei müssen die Kursteilnehmer auch die Schulbank drücken. Quasi im Schnelldurchgang stellt Professor Sabaschinski die Handhabung der liturgischen Gefäße, Gewänder und Bücher vor. Er vermittelt aber auch Hintergrundwissen, geht auf deren theologische Bedeutung ein. Zugleich erläutert er, was Gottesdienst grundsätzlich ist und welche Facetten er umfasst. Professor Sabaschinski weiß, wie wertvoll gerade die ehrenamtlichen Küsterinnen und Küster für die Gemeinden sind. Wir haben uns vielleicht so ein bisschen eine Versorgungsmentalität angewöhnt, dass die Hauptberuflichen alles übernehmen. Aber das ist nicht nur nicht mehr möglich, sondern das entspricht auch nicht unserem Kirchenbild, weil Kirche sind wir gemeinsam. Und das sollte auch seinen Ausdruck daran finden, dass konkret möglichst viele mitwirken. Und die Vorbereitung und Begleitung und Nachbereitung eines Gottesdienstes ist so eine mögliche ehrenamtliche Aufgabe, die man als Getaufte übernehmen kann. Dieser Einführungstag für ehrenamtliche Küsterinnen und Küster findet einmal pro Jahr in der Bibel- und Liturgieschule des Erzbistums Köln statt. Eine runde Sache für alle, die im Glauben den Dienst in der Kirche unterstützen wollen.